Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu meiner Tierklinik. Mir geht es wieder etwas besser. Nicht wundern, warum ich jetzt eine andere Frisur habe. Nein, normalerweise gehe ich, wenn ich erkältet bin oder krank bin, nicht zum Friseur. Aber mir ging es jetzt tatsächlich wieder besser. Und ja, die Gesellschaft zwingt mich dazu. Ab Montag könnte es sein, dass die ganzen Friseure ja wieder dicht haben. Deswegen habe ich jetzt halt notgedrungen die Situation ausgenutzt und gesagt, gut, mir geht's heute wieder besser. Ich werde jetzt zum Friseur gehen und nochmal mich schick machen. Muss man die Pflanze jetzt eigentlich auch gießen? Tool ablegen. Die kann man gar nicht gießen. Okay, die kann man gar nicht gießen. Okay, dann haben wir jetzt alle gegossen. Sehr schön. Ryan Gosling. Weiß, ich bin Ryan Gosling, weil ich sie alle gegossen habe. Das ist voll witzig, ne? Oh, ich bin voll witzig, ich weiß. Danke, danke für die Kommentare. Hanna sieht auch übelst unmotiviert aus. Ja, unsere Klinik könnte ja rein hier. Oh, das wäre krass, oder? Ich habe gerade überlegt, was wäre, wenn man jetzt dieses ganze Corona-Thema wirklich sehr, sehr ernst nehmen würde und sämtliche Spiele, die man spielt, so ein kleines bisschen damit in Verbindung bringt. Soll heißen, wir spielen ja jetzt hier gerade ein Spiel, bei dem, ja, wobei, in diesem Falle wäre das noch okay, weil wir ja eine Tierklinik sind. Die darf ja durchaus weitergeführt werden, auch wenn ein Lockdown besteht, ne, weil Tiere müssen ja trotzdem behandelt werden, ne? Ich meine, da kannst du dann nicht 2 Wochen warten, bis die Tiere Fuß abfällt und sagt, ja gut, war halt in Lockdown, kriegt jetzt halt einen neuen Fuß. Nee, das muss halt schon richtig behandelt werden, ist ganz klar, ne, aber bei anderen Spielen wäre es doch interessant, das mal zu machen, oder? Fips, oh, süßer Name. Beim Spaziergang ist unsere Maus auf einen Ast getreten und leckt sich jetzt die Pfote, ich glaube, es hat sich verletzt. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Haben Sie den Ast eigentlich auch mitgebracht, lieber Herr, liebe Frau? Weil den können wir ja dann auch gleich mal angucken, ob der noch Hilfe braucht oder sowas. Weil Pflanzen sind auch Lebewesen, das habe ich euch schon mal gesagt, liebe Leute. Pflanzen sind auch Lebewesen. Da ist überall nix. Schnell! Oh, puh. Nein, doch nicht! Oh Gott! Ja, ah. Oh, aber gerade noch so rechtzeitig. Gibt es sowas wie einen Pflanzendoktor? Wir hatten es schon mal davon. Es gibt Leute, die mit Pflanzen sprechen, ne? Wir hatten es ja schon mal davon. Und es gibt Ärzte in jeglicher Hinsicht. Es gibt Homöopathen, es gibt Psychologen, es gibt Leute, die an die Sterne, nach den Sternen richten, um ihre Haare zu waschen. Ohne Witz, ich kenne da sogar jemanden aus dem Bekanntenkreis. Die wäscht sich nur die Haare, wenn der Mond richtig steht. Das ist wirklich so. Das erzähle ich nicht einfach so aus Scheiß. Ich kenne da wirklich jemanden. Und deswegen gibt's eigentlich auch Ärzte für Pflanzen? Wenn deine Pflanze sehr, 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 sehr komisch aussieht und kacke aussieht, kannst du damit zum Pflanzenarzt gehen? Und dieser Pflanzenarzt sagt dann, oh ja, ihre Pflanze ist total depressiv. Die braucht unbedingt therapeutische Behandlung. Es war nur eine kleine Wunde an der vorderen linken Pfote. Nee, das stimmt nicht. Der Splitter wurde aus der vorderen rechten Pfote. Nein, es war nur eine kleine Wunde am hinteren rechten Bein mit ein wenig Ruhe sollte die Wunde heilen. Genau. Eben, also durchaus doch auch möglich, dass irgendwo wird es einen geben. Bitte, bitte, bitte. Ich muss das mal nachgucken. Ich will das wissen. Ich will das echt wissen. Ob es irgendwo einen Pflanzendoktor gibt. Und was? Und vor allen Dingen, ich habe ein Haar an meinem Fingernagel. Es hat mich gerade gekitzelt in der Nase. Vor allen Dingen, wie sieht denn die Therapie von so einer Pflanze aus? Redet man dann wirklich mit der? Ich meine, klar, man redet mit Pflanzen, ganz klar. Aber wie sieht die Therapie aus? Oder kriegt die Antibiotikum, wollte ich gerade sagen, irgendwie so eine Art Beruhigungsmittel? Wenn die Pflanze rechts guckt, dann ist sie depressiv. Und wenn sie links guckt, dann ist sie happy oder so. Gibt es sowas? Bestimmt. Hier muss man aber auch mal aufräumen, ne? Guck mal hier, die ganzen Hunde. Ey, guck mal, der ganze Fressnapf und sowas. Der liegt total. Es liegt alles total durcheinander da. Finde ich nicht in Ordnung.
Hanna, wir müssen mal ein Gespräch führen. Könntest du mal hier sauber machen? Hanna. Hanna, ich rede mit dir. Hanna. Ich glaube, die heißt gar nicht Hanna. Jetzt wird sie ja reagieren. Holly. Unser Mäuschen hustet, seitdem wir das letzte Mal etwas länger draußen waren. Wahrscheinlich ist es eine Erkältung, aber wir möchten sicher gehen. Joa, das gucken wir uns an. Huste mich bitte nicht an. Ich habe noch keine Tollwutimpfung gehabt. Oh, das hört sich nicht gut an. Hm. Da liegt auf irgendwas auf den Bronchien. Oh ja, oh ja, oh ja. Irgendwas richtig Schleimiges liegt auf den Bronchien. Habe ich rausgehört. Dafür braucht man dann die Medizin, die perfekte. Die besteht aus Pillen. Gegen den Husten. Dann brauchen wir Tabletten. Gegen den Schleim. Und dann brauchen wir Vitamine. Ja, für die schöne Farbe. So. Jetzt drücken wir das alles runter. Und nach rechts und wieder runter. Und dann machen wir das alles perfekt. Aber was meinte ich vorhin mit, wenn man das jetzt rein theoretisch mit Corona und mit dem Lockdown und sowas ernst meint mit den Spielen? Jetzt spielt zum Beispiel Restaurant. Hier, dieses Restaurant, My Universe Cooking Restaurant. Cooking Restaurant oder irgendwie sowas. Ach, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Jetzt spielst du das. Ja, jetzt spielst du das und nimmst jetzt den Lockdown jetzt wahnsinnig ernst und sagst so, nee, ich werde jetzt auch in der Zeit, in der Lockdown besteht, aus Solidarität der Realität gegenüber nicht spielen. Und auch als Let's Player. Solidaritätsmäßig kommt jetzt kein Restaurant, weil das nicht erlaubt ist aktuell. Wir haben Klinik Stufe 7. Geil. Super. Ich habe genug Geld gesammelt. Kann ich schon was erweitern? Tschüss Opa, tschüss Hanna. Oder wie auch immer du heißt, du reagierst nicht auf Hanna. So, als nächstes steht, halte die Klinik sauber. Gieße die Pflanzen zweimal, muss ich warten, bis es soweit ist. Schließe Mini-Tasks ab, gut, das machen wir sowieso ständig. Platziere Dekorationen und sammle Sterne. Schalte Henry frei. Wer ist Henry? Wer ist Henry? Und seit wann habe ich ihn freigeschalten? Es sind auf jeden Fall immer noch ein paar Sachen übrig, die wir noch nicht freigeschalten haben. So, aber ich würde sagen, wir machen dicht. Es wird auch keine Nachricht angezeigt, dass hier irgend... Achso, beziehungsweise Dekorationen könnte ich noch. Egal, komm. So, Fips war mutig und Holly war süß. So. So. Oh, ja, stimmt, wir haben ja noch Geschenke. Dekoration. Ja, jetzt kriege ich es in den Arsch gesteckt, jetzt wo ich es nicht mehr brauche, ne? Ist immer so, Murphys Gesetz. Oh Gott, ist das hässlich. Kinderzeichen. Natürlich, nee, die ist wunderschön. Das hat ein Kind gezeichnet, das muss man immer sagen. Kannst nicht sagen, dass es hässlich ist, wenn es von einem Kind kommt. Stell dir das mal vor. Dein Kind kommt zu dir und sagt, oh Mama, ich hab dir was gemalt. Und du sagst so, oh, ist das hässlich. Oh, nee, das hängen wir nicht auf. Das ist zu hässlich. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich weiß, es klingt fies, aber es wäre die Wahrheit, ne? So, gibt's sonst noch irgendwas? Da kann ich nichts aufhängen, okay. Ich weiß halt nämlich nicht für, genau für wo die Deko immer ist, ne? Hier, warte. Da kann ich... Oh, ihr seht ihr? Guck, hier kann ich keine Deko aufhängen. Ich habe nicht so viel Deko. Oder zählt es schon, wenn ich was umorientiere? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe und dieses hässliche Hundebild hinpacke, zählt das dann schon? Tatsächlich! Das zählt als platzierte Dekoration. Ja, dann machen wir das hier doch auch. Und mal wieder das dahin. So. Task erfüllt. Sehr schön. Pflanzen brauchen wir gerade nicht gießen. Deswegen machen wir einfach mal die Klinik auf. Und gucken, was für tolle Tiere uns heute erwarten. Bei der Gelegenheit, Hanna, wie heißt du eigentlich? Sie atmet aber ziemlich schwer, ne? Guck mal.
Wer atmet so? Also wenn du die ganze Zeit schon so machst, beim Atmen, dann sollte ich mir sie vielleicht doch mal ein bisschen vorknüpfen. Also medizinisch selbstverständlich. Also, ne? Das, alles andere wäre... Nee, du kotzt mir nicht in den Garten. Betty! Die jährliche Routineuntersuchung steht an. Mein Haus hier soll nur einmal durchgeschaut und nötige Impfungen aufgefrischt werden. Ey, die kotzt mir hier alles voll. Und der ist nur geimpft, ne? Hat sie doch gesehen. Guck mal hier. Ich sehe schon den glasigen Blick. Oh, sie schlägt mir die Hand. Warte, ich gehe kurz waschen. So, genau. Dann impfen wir sie. Wer ist Henry? Ist das mein Opa? Okay, Behandlung starten. Hören wir erstmal, ob sie überhaupt geimpft werden darf. Oh, da dürfen wir nicht reinpieksen. Da auch nicht. Nö, die darf nicht geimpft werden. Die hat auffällige Herztöne. Das heißt, die spritzen in den Anus. Gelb, blau, lila. Gelb, blau, lila. Violett, für diejenigen, die es schöner haben wollen. Violett, grün, violett. Also, ich habe es fast falsch gemacht, obwohl ich es so schön betont habe. Gut. So, und jetzt kommt der Ernst der Lage hier. Warum die Stelle jetzt schon rot ist, da wo geimpft werden muss, versteht kein Mensch, oder? Warum die jetzt schon rot ist? Warum ist die jetzt schon wund? Vom letzten Mal noch, oder was? Da bin ich aber echt kein guter Impfer. So. Weg damit. So, und dann kommt noch ein Pflasterchen drauf. Joa, armes Mietzili. Mal ein bisschen Katzenminze auf die Pflaster. Da ist noch mehr Bock daran, rumzunagen. Funktioniert Katzenminze eigentlich? Tatsächlich haben meine Katzen überhaupt nicht auf Katzenminze reagiert. Und versorgt. Hier, ja. Meine Katzen haben auf Katzenminze gar nicht wirklich reagiert. Und ich hatte mal so ein Spray, was ich an die Vorhänge gemacht habe, damit die Katzen nicht an die Vorhänge gehen, weil die angefangen haben, bei neuen Vorhängen da rumzukratzen. Da waren sie ja noch sehr viel jünger und so. Und da habe ich dann irgendwann mal eben so ein Spray dran gemacht, was sie eigentlich abschrecken soll. Die fanden das voll geil. Das, was sie eigentlich eklig finden sollten, fanden die voll geil. Dankeschön. Aber Katzenminze war dann auch nicht so besonders, ne? Ich habe nämlich einen Kratzbaum, habe ich mal mit Katzenminze. Oh, du bist aber ein Süßer. Oh, den hätte ich gerne. Der sieht so knuffig aus. Oh, der sieht so schön treu, doof, knuffig aus. Oh ja. Ja. Oh, ich habe nicht durchgelesen, was er hat. Ja, wir machen einfach einen Rundum-Check. Erstmal gucken wir, ob der Farben erkennen kann. Blau, blau. Blau, blau. Oh, das ist schwer. Das ist schwer, das kriege ich nicht hin. Warte mal, was war... Kam da? Ich hab... Blau. Oh Gott, was kam da? Blau, ne? Oh, puh. Gelb, blau, blau, gelb. Oh, jetzt habe ich aber Zeit verschwendet, ne? So. Oh, hat trotzdem noch gereicht. Ja, das erste Mal, die erste Farbkombination, die hat mich richtig rausgerissen. Ich gedacht, ich krieg's nicht mehr hin. Wir haben alle auffällige Herztöne. Was ist mit euren Tieren los? Schickt sie mal öfters zum Arzt. Sind alle bei Fettkorb gewesen. Da achten sie nämlich auf sowas nicht. So, dann Kreide. Das da. Ja, und das andere auch. Okay. Was? Ich hab das falsch genommen. Ich wollte das da hinten nehmen.
Ich habe doch gesagt Kräuter, ihr habt es gehört. Ich habe aus Versehen das Falsche genommen. Entschuldigung. Also ist es bei Tieren nicht so schlimm, wenn die mal ein bisschen was anderes kriegen. Das geht trotzdem noch. So. Ist ja nicht so, dass sie gleich sterben, wenn sie ein bisschen zu viel Schmerzmittel bekommen oder so. Okay. Ich bin mal gespannt, was wir noch alles freischalten können. Wenn wir hier jetzt die verschiedenen Level erreichen, bin ich gespannt, was man da wirklich noch alles machen kann. Also gewisse Räumlichkeiten haben wir ja schon festgestellt, aber wenn die Räumlichkeiten alle da sind, kann man dann auch andere Sachen machen? Ich meine, den Außenbereich zum Beispiel, der ist ja eigentlich zu nichts wirklich zu gebrauchen, wenn wir jetzt ehrlich sind. Ja, der ist schön, der ist da und so weiter und so fort. Und ich finde es auch gut, dass er drin ist und ist eine angenehme Sache und so weiter. Aber er ist jetzt nicht unbedingt gerade nützlich für den alltäglichen Gebrauch hier jetzt, ne? Also, es gibt Wichtigeres. Wir machen da draußen ja auch nichts. Keine Therapiesitzungen oder irgendwie sowas. Ups. Hä? Was war das denn? Ich habe ein bisschen zu früh losgelassen. Es tut mir leid. Und da ist schon mal die Hälfte im Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ja auch da reingespritzt. Toll. Ja gut, dann wird es halt heute mal keine gute Behandlung. Es liegt an Corona, da sind wir alle ein bisschen durch. Ernährungsplan umstellen, eine kleine Wunde hinten am rechten Bein. Ernährungsplan umstellen, genau. Dann hat er offensichtlich Inga, Alter. Inga? So ein süßer Hund und so ein scheiß Name. Inga, ey. Ja. Vielleicht findest du ja irgendwann mal ein Herrchen, das dir einen besseren Namen gibt, ne? Oh ja. So, Feierabend für heute. Was steht sonst noch da auf dem Ding? Gieße Pflanzen. Warte mal, schließe Mini-Tasks ab. Hä? Gibt's sonst noch eine Mini-Task, die ich machen kann? Ich dachte, die beziehen sich auf das, was wir bei den Tieren machen müssen. Tatsächlich gibt's hier offensichtlich noch was, was wir noch nicht freigeschalten haben. Aber ich kenne hier jetzt gerade noch nichts. Also das Katzenklo zum Beispiel sauber machen, hätte ich jetzt zumindest vermutet, dass wir das irgendwann mal machen müssen. Hier ist auch nichts. Hier ist nö. Das müsste mir ja dann irgendwann mal angezeigt werden, ne? Dann müssen die wahrscheinlich noch mit den anderen Räumlichkeiten kommen, weil das ist jetzt hier alles... Ja. Das bleibt so, wie es ist. Da kann man nicht viel machen. Kann ich die Pflanzen jetzt eigentlich trotzdem gießen? Obwohl es noch nicht notwendig ist? Ich gucke einfach mal. Und ist das eigentlich vielleicht auch eine Mini-Task? Ich kann sie trotzdem gießen. Gut. So, gieß, 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 gieß. Oh, das waren die Mini-Tasks. Das waren die Mini-Tasks. Deswegen haben wir jetzt Stufe 8. Sehr schön. Und ich glaube, ich kann jetzt auch was erweitern, ne? Ich weiß noch nicht was. Irgendwas war ab Stufe 8. Hier, ja genau. Oh. Ich kann neue Räume ausbauen. Sehr schön. Welcher Raum ist das? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Stufe 11. War das der einzige? Ja, Stufe 11. Stufe 11. 11, wie manche sagen würden. Oh, die Apotheke kann ich auch ausbauen. Alter, gut, dass wir die ganze Kohle gesammelt haben, ne? Sehr schön. Oh, dann wird's jetzt spannend, Leute. Am nächsten Tag haben wir viel mehr zu tun, Alter. Viel mehr zu tun. So, du warst mutig, weil ich alles falsch gemacht habe. Und du warst süß. Und mit dem Namen muss man generell mutig sein, ne? Inga. Jetzt aber Inga. So, jetzt gucken wir uns erstmal die neuen Räumlichkeiten an. Wow, sieht gleich viel edler aus, ne? Boah, geil. Hier kann man ein Drogenlabor eröffnen. Das sieht richtig edel aus. Können wir noch Einrichtungen machen? Guck mal hier.
jetzt sieht es erst richtig. Ja, okay. Nee, es muss edel aussehen, haben wir gesagt. So. Jetzt sieht's edel aus. Alter, ja, unser Pokal. So, und der andere Raum, den kennen wir ja noch nicht. Was ist das hier? Raum öffnen? Was ist denn das? Ist das eine Badewanne? Was ist das für ein Raum? Was macht man hier drinne? Ist das eine Liebesbadewanne? Sorgt man hier für die Züchtung von Tieren? Ist das das Zimmer zum Tiere pimpern lassen? Das Badezimmer. Achso, ja gut. Naja, gut. Einen Tag schafft man noch, oder? Jo, ein Tag schafft man noch. Erstmal alle hereinbitten. Vielleicht müssen wir ja jetzt auch das erste Mal ein Tier baden. Ein bisschen schön einschäumen und sowas. Dich zum Beispiel? Ist das ein Beagle? Ist das ein Beagle? Ja! Oh, Alter, bin ich gut, hä? Oh, ich wollte eigentlich wieder streichen. Warum drücke ich mal falsch? Oh, jetzt. Beagle. Beagle, Beagle, schau ins Spiegele. Deine Schnauze ist süß. Müsst ihr nicht verstehen. Es ist ein Kindergartenlied, das ich im Kindergarten früher singen musste. Geht eigentlich Igele, Igele, schau ins Spiegele, deine Beine sind krumm. Weswegen das so ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Und dann ging es weiter. Sind deine Beine auch krumm? Dreh ich mich trotzdem im Kreis herum. Sind deine Hallo! Beine auch kurz. Das ist mir Piepe und Schnurz. Schreckliches Lied, ne? Aber was soll man Kindern anders singen lassen? Ins Highway to Hell singen lassen? Kannst du aber Kindern auch nicht machen. So, das war absolute Scheiße. Warum hab ich. Du kannst aber auch nicht richtig präzise drücken. So. Fällen vordere linke Pfote auf Zecken, genau. Sehr gut, Clara. Nimm Elvis mit. Elvis lebt! So. Tschüss, Elvis. Ich hätte dich gerne noch gebadet. Ich meine, nach so einem Zeckenbissbein muss man das ja eigentlich auch noch ordentlich abwaschen, oder nicht? Also, schaden kann es nicht. So, haben wir was gekriegt von dir? Eine Spende. Sehr schön. Ja, wenn du müde bist, geh nach Hause. Du machst hier eh nichts, außer bloß rumstehen. Noch ein Beagle. Was ist denn los hier? Beim Spaziergang ist unsere Maus auf einen Ast getreten. Jetzt wird erstmal geknuddelt. Muah. Ja. Super Beagle. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich finde das immer so ein bisschen dämlich, wenn da steht, ist auf einen Ast getreten. Und seitdem ist alles im Arsch, so nach dem Motto. Weißt, als ob gerade Hunde so wahnsinnig empfindlich wären, wenn sie jedes Mal, wenn sie auf den Ast treten, müssen sie zum Tierarzt. Ja, ich weiß, es kann durchaus sein, dass mal irgendwas schwierig läuft oder sowas. Wenn man auf den Ast tritt, dass es dann zu Problemen führen kann, weil es halt eben sich die Pfote verstaucht hat oder sonst irgendwas, ein Splitter im Fell oder keine Ahnung. Aber das klingt hier halt immer so nach dem Motto, oh, wir sind unterwegs gewesen und, ah, ist auf einen Ast getreten, oho. Normalerweise läuft ja auf Watte. Ja, es klingt immer so. So. Wupp. Sehr schön. Dann hier oben noch. Ich will ja nicht nochmal falsch drücken. So. Ja, ich glaube, auch das hier wäre mit Touchscreen eigentlich besser. Bei diesem Spiel habe ich übrigens auch noch nicht getestet, ob es gewisse Sachen mit Touchscreen-Möglichkeiten gibt. Habe ich noch nicht gemacht. Müsste ich eigentlich mal machen, um euch ein bisschen besseren Einblick zu geben. Wieso ist die Zeit so knapp? Na,
ganz knapp. Lady. Lady. Am hinteren linken... Ja, war am hinteren linken Bein, ne? Ja, genau. So. Tschüss. Du wirst entlassen, Lady. Ah, das macht glücklich. Stufe 9! Stufe 9! Stufe 9! Aber keine weiteren Möglichkeiten, was auszubauen. Aber muss ja auch nicht, ne? Wir haben jetzt 2 Räume weiter ausgebaut. Das ist ja schon richtig gutes Ergebnis für den Anfang. So, unsere nächsten Aufgaben sind: gieße die Pflanzen, erhalte Dekorationen und behandle Miezi und streichle Patienten. Wer ist denn Miezi? Hatten wir die schon mal? Und wie kann ich denn bitte schön... Wie kann ich denn bitte schön erreichen, dass ich Miezi behandle? Hoffe ich jetzt darauf, dass Miezi irgendetwas Schlimmes passiert, sodass sie zu mir in die Behandlung kommen muss? Nur damit ich mein Achievement habe? Das ist barbarisch. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du bist Arzt und kriegst von deinem Chef gesagt, ja, um die Prüfung zu bestehen, müssen sie halt einen realen Patienten, müssen sie ein Herz entnehmen. Organtransplantation. Dann hoffst du, damit du deine Prüfung bestanden hast, darauf, dass irgendein armer Wicht da draußen so große Herzschmerzen hat, dass es zu einer Herztransplantation kommen muss. Oh, geil, ja, super. Hauptsache meine Prüfung bestanden, der arme Sack. So. Nee, Leute, so geht das nicht. Wir machen jetzt Feierabend für heute. Wir schließen die Klinik. Lady war mutig und Elvis war süß, oder? Nee, Lady war süß. Elvis war mutig. So. Gut, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet, bitte die positive Bewertung nicht vergessen. Und macht's gut. Tschüss.